Hallo, herzlich willkommen zurück. Gerade etwa 2 Sekunden von der letzten Unterbrechung. Wir ziehen aber direkt weiter, weil ich habe noch was anderes heute vor. Aber die Map machen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Vor allem habe ich keinen Bock, irgendwann diese Map wieder anzufangen, wo ich jetzt eh schon so am drüber wettern bin. Lieber Bobbycraft, fühl dich nicht persönlich angegriffen. Mir macht die Map einfach keinen Spaß. Vor allem, wenn irgendwelche Fehler drin sind. Du hast dir mit Sicherheit Mühe gegeben. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Obala. Ich komme wieder auf falsche Menüs. Ich bin einfach auch zu blöd für Jump'n'Run. Dementsprechend darf ich das Jump'n'Run nicht bewerten. Weil ich kann es einfach nicht. Und einfach, wenn die Map nicht hundertprozentig funktioniert und ich weiß, dass es nicht daran liegt, dass ich in der Version spiele, in der ich spiele, dann ist es doof. Sagen wir es so. Dahin sind wir doch gekommen. So. Dahin sind wir gekommen. So, Delay, jetzt versuchen wir mal ein Stück vor. Ah, okay, das funktioniert. So, und dann. Ah, okay, so ist es also schaffbar. So böse ist der Sprung gar nicht. Man muss bloß einfach nur gut zielen und dann nicht drüber hinwegrennen. Das war jetzt natürlich vermurkst. Ja, ich rede immer bei, also gerade bei Jump'n'Run weiß ich, ich rede sehr, sehr wenig. Ich bin da etwas wortfaul. Nein, eigentlich nicht. Ich bin da eher etwas konzentriert, weil ich mich halt doch ärgere, wenn ich es nicht schaffe. Und es eigentlich schaffen möchte. Und dementsprechend ärgert es mich dann immer, wenn ich es nicht pack. So, das machen wir jetzt mal ganz anders. Da macht man nämlich jetzt auch noch ein bisschen Cheaty Cheaty. Checkpoint 1, zack, und wir sind hier. So. Ist die Frage, sollen wir das nochmal ausprobieren oder lassen wir das? Ich finde solche Jump'n'Run ja. Ich finde sie ja an sich eigentlich ganz lustig, aber ich. Oh, ich kann es halt einfach nicht. Das Problem ist, ich nerv euch langsam, wenn in der Adventure Map Jump'n'Runs drin sind, dann habe ich halt immer 1 bis 2 Folgen nur Jump'n'Run Parts. Ah, weißt du was? Da kannst du dich jetzt am Arsch lecken. Also, ah, okay, es ging doch. So, ab hier, also das versuchen wir jetzt nochmal. Zumindest wollen wir da mal beide Sprünge schaffen. Der war natürlich jetzt richtig schlecht. Und dann gleich noch einmal. So, dann haben wir den nämlich auch geschafft. Und den überspringe ich jetzt gnadenlos. Also das sehe ich jetzt einfach nicht ein.
Schieße den Mob an der Wand ab, um weiterzukommen. Aber pass auf, du hast nur 10 Pfeile für einen Mob. Ja, super. 2, 3, 4. So. Das funktioniert. Ach, das ist ein Checkpoint hier. Okay. Fast hast du es geschafft. Gut gemacht. Ja, natürlich. Nein, ich laufe jetzt nicht außen rum. Da habe ich nämlich jetzt gar keine Lust drauf. Also ich weiß nicht, ob nur ich es sehe, dass es die ganze Zeit am Ruckeln ist. Oder ob ihr das auch seht. Aber es ist brutal nervig. Wenn das Spiel die ganze Zeit ruckelt. Und du ein Jump and Run machen sollst. So. Ja, das war natürlich jetzt mega Bullshit. Mein Handy sagt, es ist leer. Das ist mir jetzt egal. Oh, leck mich. So. Spielmodus wurde geändert. Nun ein kleines Labyrinth. Hoffentlich findest du einen Weg hindurch. Also jetzt wird es langsam richtig lästig, richtig langweilig. So. Weil jetzt sinnlos im Labyrinth rumrennen. Das macht doch keinen Spaß. Das ist doch. Das hat doch nichts mit Rätsel-Adventure oder ähnlichem zu tun. Das ist einfach. Einmal habe ich gesagt. Ah, okay. Achtung, es gibt auch Fallen. Habe ich nicht gelesen. Ja, das eine Mal habe ich gesagt, ja, baut ein richtiges Labyrinth, ein großes, nicht so ein Scheißdreck. Wenn ihr es zu groß baut und zu nervig, das macht einfach keinen Spaß. Ich glaube irgendwie nicht, dass das eine Sackgasse ist. Ja, wunderbar. Erfolgreich bestanden. Da stand gerade dran, ich habe verloren. So, wenn du das Feuerwerk nicht startest, dann begib dich in den Creative Modus und starte die Glock noch einmal neu. Wow, Feuerwerk. Wow. Achso, ich habe die Sichtweite auf. Mach mal die Sichtweite hoch, wir wollen es ja sehen. So, seht ihr hier Feuerwerk, bla bla bla. Danke, dass du meine Adventure Map gespielt hast. Wenn sie dir gefallen hat, kannst du ja mal auf meinem Kanal vorbeischauen und vielleicht ein Abo dalassen. Ich hoffe, du hattest Spaß und Erfolg. Ja. Nein, hatte ich nicht. Bin ich ganz ehrlich? Hat mir nicht... Ja, Himmel! Herrgott, zack, Zement, das gibt's doch wohl gar nicht. So. Danke, dass du meine Adventure gespielt hast. Wenn sie dir gefallen hat, kannst du auf meinem Kanal vorbeischauen. Spaß und Erfolg. THX. Sorry, ich fand sie scheiße. Ja? 30 Minuten ist okay, das ist eine schöne Zeit. Wir haben jetzt etwa genau 30 Minuten gebraucht. Das ist wunderbar. Aber, falsch. Oh. Nicht gut. Ja, dann sprengen wir uns hier erstmal ein kleines Loch rein. Und... Sorry, aber das muss sein. Zack, zack, zack. So, C. Ein C minus. Mehr gibt es für diese Map von mir nicht. Wir hatten die Map angefangen. Ja, jetzt haben wir doch ein bisschen Zeit, haben wir ja noch.
Map hat folgendermaßen angefangen. Wir sind in einen Raum gekommen. Wir haben ein saugeiles Rätsel gehabt mit Pfeil und Bogen. Klasse. Wunderbar. Ich mach's Minus weg. Das habe ich vergessen. Das Rätsel war super. Es hat Spaß gemacht. Waren zwar nicht viel, aber es war okay. Wir wollen ja eine kleine Map haben. Deswegen optimal. So. Da war auch ein schwieriger Schuss dabei. Da hat man auch ein bisschen sich mal auf die Lippe gebissen. Aber das ging. So. Dann kam das nächste. Monsterkampf, ja. Man hat zwar tolle Ausrüstung bekommen, wunderbar, klasse, super, ja. Bringt bloß nichts, weil man da drin stirbt. Ja, man kann das nicht direkt schaffen. Das Einzige, wie ich machen kann, ist, dass ich nicht auf Starten klicke, die Mobs schon kill und dann erst weitermache. Nichtsdestotrotz, wir haben die ganze Chose geschafft, ja. Und was kommt dann? Nichts. Cheate dir Fläschchen, mach Level 2, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 19. Nichts. Danke für nichts, wir laufen durch die Wand. Nächstes Spiel. Jumpen ins Spiel rein, töte Skeletons. Gut, wunderbar, Skeletons verrecken irgendwie alle von alleine. Wenn ich auf Tag gemacht hätte, wären sie wahrscheinlich alle sogar direkt verbrannt. Ruckzuck, auf einmal, du hast eigentlich noch gar kaum was getroffen, steht dran, herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel geschafft. Spiel Nummer 3, dann kommt Spiel Nummer 4. Was war Spiel Nummer 4? Das ist die große Frage. So, das war Jump'n'Run. Was ist das? Achso. So, das war Bogenschießen. Das war Spiel Nummer 3. Ja? Dann kam Spiel Nummer 4. Ah ja, genau. Das vermisste Minecart. Und sinnlos. Wirklich sinnlos. Ja, erstmal kommt die Güterlohe nicht. Und dann sinnlos Obsidian, Steine abbauen. Hey, das ist doch kein Spiel. Das Mais hat doch keinen Wert. Dann kam Ding, kam Skeletons besiegen, ne, das hatten wir schon, dann kam hier Jump'n'Run und dann kam ein saubeschissenes, stinke-langweiliges, ödes Labyrinth, ja, wo wir sogar selber geschafft haben, trotzdem relativ groß ist und eigentlich stinke-langweilig. Für mich definitiv ein C. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Adventure Minecraft. Ja, ich bin euer DarkDragon19 und ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.